Ja Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute für euch im Test mal wieder ein Klasse 1 Sortiment, und zwar das Halloween Night von Keller. Der tolle Gruselspaß steht hier drauf, für 3,99 € beim Stolz gekauft. NEM-Angaben sind nicht vorhanden, nur das Bruttogewicht, und das beträgt ca. 290 Gramm. Auf den ersten Blick sind hier schon sehr geile Artikel drin. Zu denen kommen wir aber gleich, wenn ich es einmal ausgepackt habe. So, haben wir hier jetzt mal das ganze Set ausgepackt. Haben wir hier die Wunderkerzen, die können wir, denke ich mal, beim Test weglassen. Dann haben wir hier die richtig geilen Keller Powerballs oder hier jetzt in der Halloween-Version die Mystery Balls. Noch richtig geile Teile, ich habe mal so ein Päckchen rausgeholt mit den Kugeln. Also wirklich noch richtig vollgepackt. Richtig geil die Teile. Dann haben wir hier die Flashlights von Keller, so ähnlich wie die Knatterfritze von Vego. Hier Alienfire, ganz normale Silberwirbel, Leuchttaler, auch einfach ganz normale Blinker. Dann haben wir hier Geisterstunde, so ähnlich wie die dicken Brummer oder eigentlich genauso ähnlich wie die dicken Brummer vom Vego. Und natürlich Knallerbsen, denke ich mal, können wir auch weglassen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Test. So, wir beginnen einfach mal mit den Bodenwirbeln namens Geisterstunde. Genau der gleiche Effekt eigentlich wie bei den dicken Brummern von Vego. Leider nicht so eine lange Brenndauer. Noch ein. Weiter geht's mit den Flashlights. Erstmal ein. Leider eine sehr kurze Brenndauer. Und jetzt nochmal die restlichen. Wir machen weiter mit den Alienfire. Eigentlich nur ganz normale Silberwirbel. So, und als vorletztes haben wir hier dann die Leuchttaler. So, und zu guter Letzt aus diesem Set die Mystery Balls, natürlich von Keller, mit einer richtig geilen Füllung. Und natürlich noch einen zweiten. Richtig fett.